Today in the first reading, in der ersten Lesung, die wir heute gehört haben, we listened about the missionary journey of Paul. Haben wir über die Missionsreise des Apostels Paulus gehört. No? And how the Spirit guides him. Und wie der Geist ihn geführt hat. And the Spirit tells him, don't go to one particular place. Please don't go and preach the word in Asia. Und er sagt ihm, geh bitte nicht an diesen Ort und verkünde das Wort Gottes dort nicht. And when they reach one particular place, the Spirit of the Lord did not allow them to enter. Und als er an einen bestimmten Ort kam, heißt es dort, erlaubte der Geist ihnen nicht dort einzutreten. So they go to another place. Und deswegen gingen sie woanders hin. So the Holy Spirit takes him here and there, wherever he wanted. Also der Geist führte sie dahin und dorthin, immer so wie er es wollte. No? Remember when Nicodemus came to Jesus. Erinnern wir uns daran, als Nikodemus zu Jesus kam. And Jesus tells about how the Spirit works. Und Jesus erzählt dem Nikodemus, wie der Geist wirkt. That we see in John chapter 3 verse 8. Das sehen wir im Johannesevangelium, drittes Kapitel. The Spirit blows where it pleases. Der Geist weht, wo er will. Okay? It blows wherever it wants. Er weht, wo er will. And do you know what is the speciality of the wind? Also, was ist die Besonderheit des Windes? What it will do, wind? Was tut der Wind? What it will He's do? It's blowing everywhere. It will blow. When it blows, what happens? Und wenn der Wind weht, was geschieht dann? There's movement. There will be movement. Da ist Bewegung. Yes or no? Stimmt There das? Will be movement. Wenn der Wind weht, dann gibt es Bewegung. So the wind blows on me. Also wenn der Wind auf mich bläst, I will be forced to move. Dann muss ich mich bewegen. As the Holy Spirit is a spirit of movement. Also der Heilige Geist ist ein Geist der Bewegung. I cannot be in the same place where I was. Ich kann nicht einfach da bleiben, wo ich war. No? If a storm comes and falls on me, can I stand here itself? Wenn ein Sturm kommt und mich anbläst, kann no. ich dann einfach so stehen bleiben? No, it will blow me off. Ja, das weht mich um. Yes or no? Stimmt das? See, that is the Holy Spirit. Also so ist der Heilige Geist. No, spirit of movement. Der Geist der Bewegung. And you know what happened in the life of Moses? Und ihr erinnert euch, was geschah im Leben des Mose? Where he was? Wo war er? No, in Midian. Er war in Midian. After a few days, where he was? Und nach einigen Tagen, wo war er dann? In Egypt. Zurück in Ägypten. Which he never thought. Was er sich nie vorgestellt hat. Today in the first reading we saw Paul in one particular place, but the Spirit took him to another place. Also heute in der ersten Lesung haben wir gehört, dass Paulus sich an einem bestimmten Ort befand und der Geist Gottes ihn zu einem anderen Ort brachte. And we see in the Acts of the Apostles there was a eunuch. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, da gab es einen. There was a eunuch, no? Eunuch, chapter 8. Was? Ach, Eunuche, ja. Ah. Okay. Okay. And the Spirit told him to go. Und der Geist sagte ihm, dorthin zu gehen. Called Philip to go. Philip sollte dorthin gehen, wo And die Eunuche waren. He helped the eunuch. Und er half dem Eunuch. He was baptized. Und der Eunuche wurde Then getauft. Immediately the scripture says, the Spirit took Philip and put him in another place in one second. Und dann sagt uns die Heilige Schrift, in einer Sekunde wurde der Philippus von dort entrückt und man fand ihn an einer anderen Stelle wieder. Yeah. We see that in the life of Elijah. Und wir sehen das auch im Leben des Elia. So, Spirit takes one person to another place. Also der Geist nimmt eine Person und bringt sie an einen anderen Ort. So, the Holy Spirit is a spirit of movement. Also der Heilige Geist ist ein Geist der Bewegung. So, when the Spirit falls in my life, also wenn der Heilige Geist auf mein Leben herabfällt, I cannot be in the place where I was. Da kann ich nicht einfach da bleiben, wo ich war. Surely there will be movement. Sicherlich wird es da Bewegung und Veränderung geben. In my spirit. Spiritual life. In meinem geistlichen Leben. Maybe I may be down.
Vielleicht bin ich ganz niedergedrückt. But when the Spirit comes, He will lift me up. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann werde ich emporgehoben. Because He is the Spirit of movement. Weil er ist der Geist der Bewegung. Maybe in my spiritual life I am so down. Vielleicht bin ich in meinem geistlichen Leben so niedergeschlagen. But when the Spirit comes, aber wenn der Geist kommt, He will take control. Dann wird er die Kontrolle übernehmen. And who is this Holy Spirit? Und wer ist dieser Heilige Geist? He is God. Es ist Gott. One of the persons of the Holy Trinity. Einer der heiligsten Dreifaltigkeit. And He is the power of God. Er ist die Kraft Gottes. Spirit of God. Der Geist Gottes. So what happens? When He does, He will do in the way God does. Also wenn er etwas tut, dann tut er es in der Art, wie Gott es tut. Not in the way I do, humans do, but in the way God does. Nicht so, wie wir Menschen es tun, sondern wie Gott es tut. No? That is our Lord. So ist unser Herr. And you know, this is one aspect. No, He will move us. Also das ist ein Aspekt. He will der Geist move us, bewegt uns. He will move our spiritual life, change our spiritual life. Er wird unser geistliches Leben bewegen und verändern. He will fan into fire, no? The fire inside us. Er wird das Feuer in uns entzünden. No, fan into flame. Dass das Feuer zur Flamme wird. No, still. Indem er umrührt. No? Then we will start to experience the sweetness of the Lord. Dann werden wir die Süßigkeit des Herrn erleben. You imagine, it's nice to flow, no, in the wind, no? Also ihr stellt euch vor, es ist so schön, mit dem Wind hin und her zu wehen. Yeah, we are so light. Dann fühlen wir uns so leicht. And the Spirit will take wherever we want. Und dann kann der wherever He wants. Dann kann der Geist uns dahin bewegen, wo immer er will. Yeah. And another aspect is. Ein anderer Aspekt ist folgender. He is a protection. Der Heilige Geist ist Schutz. No. He is fire. Er ist Feuer. Let's read one particular verse. Zechariah chapter 2 verse 5. Dann lesen wir auf Zachariah 2 verse 5. Zechariah. Zachariah 2. Kapitel Vers 5. Danach blickte ich hin und sah. Yahweh, God says, I shall be a wall of fire around you. Zechariah 5 or 9, maybe 49. Bei uns ist es Vers 9. Ich selbst, Spruch des Herrn, werde für die Stadt ringsum eine Mauer von Feuer sein. So I will be a wall of fire around you. Ich werde wie eine Mauer von Feuer um euch herum sein. Protection. Zum Schutz. That's why God says, nobody can touch His anointed ones. Deswegen sagt Gott, niemand kann seinen Gesalbten berühren. Nobody should touch the anointed ones. Niemand sollte den Gesalbten berühren. All of us are His anointed ones. Wir alle sind seine Gesalbten. On the day of our baptism. Am Tag unserer Taufe wurden wir gesalbt. Okay, on the day of baptism. Am Tag unserer Taufe. Suppose somebody is coming and attacking you. Stellt euch vor, jemand greift euch an. Attack your child. Oder jemand greift dein Kind an. What you will do? Was wirst du tun? You will try to protect. Du wirst versuchen, dein Kind zu beschützen. Why? Warum? Because that is your child. Weil es ist euer Kind. Okay, it's your child. In the same way, I am God's child. In vergleichbarer Weise bin ich Gottes Kind. And He will make that protection. Und er wird diesen Schutz für mich machen. But if I don't believe. Aber wenn ich nicht glaube, if I say I don't want your protection, wenn ich sage, ich brauche deinen Schutz gar nicht, no, then you will not receive. Dann wirst du ihn auch nicht empfangen. But as long as I believe, aber wenn ich glaube, no, we have that protection. Haben wir diesen Schutz. See, there are so many incidents in our lives in which we were protected.
Also es gibt so viele Ereignisse in unserem Leben, wo wir diesen Schutz erfahren haben. So our Holy Spirit is also a spirit of protection. Also der Heilige Geist ist auch ein Geist des Schutzes. So I would like to end with one particular theme. Also ich möchte mit einem bestimmten Thema jetzt enden. You know who is the Holy Spirit. Ihr wisst, wer der Heilige Geist ist. Who is the Lord? Und wer ist der Herr? And who, where is he? Wo ist er? He is inside of you. Er ist in euch. Because Saint Paul says. Weil Paulus sagt. Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Don't you know that the Holy Spirit is dwelling inside you? Wisst ihr nicht, dass der Heilige Geist in euch wohnt? So where is the Holy Spirit? Wo ist der Heilige Geist? Inside. Who is he? He is God. Und wer ist er? Er ist Gott. So who can come against God? Und wer kann etwas gegen Gott tun? So in order to understand that, I will tell one example. Um das besser zu verstehen, möchte ich euch ein Beispiel geben. Which we have said maybe a few months back. Vielleicht haben wir das schon vor einigen paar Monaten gehört. It's good to remember again. Aber es ist gut, dass wir uns noch einmal daran erinnern. Suppose you know that you have a gun with you. Also stellt euch vor, dass ihr ein Gewehr mit euch habt. You know AK-47? Yes. Yeah? Suppose you have an AK-47 with you. Also vielleicht so ein Maschinengewehr, oder? Ist das ein Maschinengewehr? AK-47. One machine gun. Ja, ein Maschinengewehr. Okay, one good machine gun you have. Also ein gutes Maschinengewehr habt ihr bei euch. Okay. So I have one AK-47 with me. Okay? Also ich suche es gerade, ich finde es nicht. Okay. This is not good. Das ist nicht so gut. Okay. And my enemy is coming to attack me with a kitchen knife. Und dann kommt mein Feind mir entgegen und will mich angreifen mit einem Küchenmesser. Okay? Also könnt ihr euch vorstellen? Will you get frightened? Wirst du Angst bekommen? Yes or no? Ja oder nein? Why? Warum bekommt ihr keine Angst? Because you have the machine gun. Ja, weil ihr doch das Maschinengewehr habt. Who is more powerful? Wer ist stärker? I am powerful. Ich bin stärker mit meinem Maschinengewehr. He has to run from far till here. But I just have to... Also er kommt von weit her gelaufen mit seinem Küchenmesser. Aber ich brauche nur einfach auf ihn zielen und Ende. Do I have to move? Muss ich mich dafür bewegen? No. Nein, ich bleibe einfach. He has to run and come. By the time I give one shot, gone, finished. Er kommt von weit her gelaufen mit seinem Küchenmesser. Aber ich brauche nur einmal abdrücken, ich brauche mich nicht bewegen und Ende. So will you get frightened? Also haben wir Angst? No. Okay. So you will not get frightened because... You know you have a machine gun, right? Also, ihr bekommt keine Angst, weil ihr wisst, ihr habt dieses Maschinengewehr. And you know it's very powerful. Und ihr wisst, dass es sehr stark ist. Okay, now you imagine that. Also, stellt euch jetzt Folgendes vor. You have the machine gun. Also, ihr habt dieses Maschinengewehr. But you don't know what it is. Ihr habt es zwar, aber ihr wisst gar nicht, was das ist. Okay, you have something. Ihr habt etwas. But actually, it's a machine gun. Es ist tatsächlich ein Maschinengewehr. But you don't know what it is. Aber ihr wisst überhaupt nicht, was das ist. Okay. Verstanden? Yeah. Now the enemy is coming with a kitchen knife. Also jetzt kommt euch der Feind wieder entgegen mit einem Küchenmesser. Will you get frightened? Bekommt ihr Angst? Why? Warum bekommt ihr Angst? You are the same person. You have the machine gun with you. Ihr seid doch dieselbe Person. Ihr habt das Maschinengewehr doch bei euch. Warum habt ihr Angst? Because you don't know what it is. Weil ihr habt da etwas, von dem ihr nicht wisst, was es ist. Yeah, you don't know what it is. You don't know the power of what you are carrying. Also ihr wisst gar nicht, was die Macht und die Kraft dessen ist, was ihr da mit euch tragt. So what happens? He can come and attack you. Also was passiert? Der mit dem Küchenmesser kann euch angreifen. He can come and wound you. Er kann euch verwunden. And he can even kill you. Er kann euch sogar töten damit. Yes or no? Stimmt das? Ja. As long as you don't know what you are carrying, as long as you don't know what is the power of it, the enemy will attack you. Solange du nicht weißt, was du da mit dir trägst und was für eine Kraft du dabei dir hast, kann der Feind dich angreifen.
Yes or no? Stimmt das? Yes, but in reality, who was powerful? Aber wer ist in Wirklichkeit stark? I was powerful. Ich in reality, I was powerful. In Wirklichkeit bin ich der Stärkere. But no use. Aber ich mache keinen Gebrauch davon. No use. Ich gebrauche das nicht. Yes or no? Stimmt das? Yes. Ja, stimmt. Then imagine the third case. Also stellen wir uns das im dritten Fall vor. So he is coming to attack me. Also der mit dem Küchenmesser kommt und greift so mich an. So I am afraid. Ich habe Angst. I am running. Ich laufe weg. So he is coming behind. Er läuft hinter mir her. At one moment I realize what it is. Und in einem Moment erkenne ich, was ich da eigentlich bei mir habe. Oh, it's AK-47. Oh, es ist ein Maschinengewehr. Will I run again? Werde ich weiter weglaufen? What I will do? Was werde ich tun? I will stop. Ich werde stehen bleiben. I will turn back. Ich werde mich umdrehen. I will look at him. Ich werde ihn anschauen. And tell, now if your courage come. Also, ich werde es ihm sagen, wenn du Mut hast, dann komm. Will he come? Wird er kommen? Will he come? No! No! Nein, er wird nicht kommen. The one who has make me run, that moment he will start to run. Der mich zum Laufen gebracht hat, wird in dem Moment selber davonlaufen. Yes or no? Stimmt das? Ja. Yeah. Why does he run? Warum rennt er weg? Because? Weil? Because he understood that I understood. Er hat verstanden, dass ich verstanden habe. He understood that I understood the power of what I am carrying, what I am carrying. Er hat verstanden, dass ich verstanden habe, was für eine Kraft und Macht ich da mit mir trage. Oh, he understood that. Das I understood what I am carrying. Er hat verstanden, dass ich verstanden habe, was ich da mit mir trage. And he understood that I know what is the power of that. Und er hat verstanden, dass ich jetzt weiß, was die Kraft dessen ist, was ich da bei mir habe. And he also know that I know how to use that. Und er weiß auch, dass ich jetzt weiß, wie ich das gebrauchen kann. So he understood, now it's danger. Und jetzt hat er gemerkt, jetzt wird's gefährlich. So he runs. Deswegen haut er ab. Okay. This is Satan tries to do in our life. Das ist das, was der Satan in unserem Leben versucht. This is Satan tries to do in our life. Das ist das, was der Satan in unserem Leben versucht. What he does? Was tut er? To take his children away from the Lord. Er möchte seine Kinder und die Kinder Gottes vom Herrn wegziehen. Away from the Eucharist. Wegziehen von der Eucharistie. Away from the belief in God. Wegziehen vom Glauben an Gott. Because he knows that. Weil er weiß. If somebody believes in the Eucharist. Er weiß ganz genau, wenn jemand an die Eucharistie glaubt. Eucharist is Jesus. Die Eucharistie ist Jesus selbst. He knows. Und da weiß der Satan. Whoever believes in him. Wer an Jesus in der Eucharistie glaubt. Satan cannot touch them. Da kann der Satan nichts mehr machen. But as long as they don't believe in the Eucharist. Aber so sagen wir sie nicht an die Gegenwart Gottes in der Eucharistie. As long as they don't believe in the power of the Lord who is inside of him. Solange wir nicht an die Kraft Gottes, die in uns ist, glauben. He can attack. Solange kann uns der Teufel angreifen. See, that's the trap of the evil one. Das sind die Schlichen des Bösen. But St. Paul tells. Aber Paulus sagt uns, don't you know that the Holy Spirit is inside you? Weißt du denn nicht, dass der Heilige Geist in dir ist? God is living in me. Gott lebt in mir. So who is powerful? Also wer hat Kraft? Ich. But if I believe more in the power of the evil one, then it will attack me. Aber wenn ich mehr an die Kraft des Bösen glaube als an die Kraft, die in mir ist, dann kann er mich angreifen. So the question is. Also, da stellt sich die Frage. Whom do you believe? Wem glauben wir? In Jesus. The Lord or in the power of the evil one? Glauben wir wirklich an den Herrn oder glauben wir an die Macht des Bösen? No. Everything depends upon that. Alles hängt davon ab. If I believe in the Lord.
Wenn ich dem Herrn glaube, the evil cannot touch me. Dann kann der Böse mir nichts antun. And the Lord will take care. Und der Herr wird sich um mich kümmern. He will protect. Er wird mich beschützen. He will solve the problems. Er wird das Problem lösen. Because if the Lord is with me, who can be against me? Weil wenn der Herr mit mir ist, was kann dann schon gegen mich sein? So my dear friends, meine lieben Freunde, we are in the best place. Wir sind am besten Ort. Why? Warum? We are in the presence of the Lord. Weil wir hier in der Gegenwart des Herrn sind. And in few minutes, und in ein paar Minuten, we are going to take the Lord. Sind, empfangen wir den Herrn. This Almighty God. Diesen allmächtigen Gott. Who is the solution for all our problems? Der die Lösung für alle unsere Probleme ist. He's going to come into my heart. Er kommt in unser Herz. After some time. Nach einer kurzen Zeit. I can say. Kann ich sagen, the Almighty God has touched me. Der allmächtige Gott hat mich berührt. Can't you say? Könnt ihr das sagen? Ja. Yeah. The Lord is going to touch me. Der Herr wird mich berühren. And the Lord is going to live inside of me. Und der Herr wird in meinem Inneren leben. And he will take care of everything. Und er wird sich um alles kümmern. Only thing what I should trust in him. Das Einzige, was ich tun soll, ist ihm zu vertrauen. I should believe in him. Ich sollte ihm glauben. I should invite him. Ich sollte ihn einladen. Allow him to work in our lives. Ihm erlauben, dass er in unserem Leben wirken darf. So as we are going to receive the Lord. Also wenn wir den Herrn gleich empfangen, let us give ourselves completely to the Lord. Übergeben wir uns selbst vollständig dem Herrn. Let him use us as he wants. Lass uns, er soll uns gebrauchen, wie er es möchte. Let him move us as he wants. Er soll uns bewegen dorthin, wo er es haben möchte. Let him transform our lives like Moses as he wants. Er darf unser Leben verwandeln, so wie das Leben des Mose, so wie er es möchte. Let him destroy all the evil influences in our lives. Und er wird alle negativen Einflüsse des Bösen in uns zerstören. Remember, the moment I know who is inside me. Erinnert euch an dem Augenblick, wo mir bewusst wird, wer in mir ist. That moment. In diesem Augenblick. All the evil influences. Werden alle negativen Einflüsse des Bösen. Will flee. Davonlaufen. But I should realize. Aber das sollte ich realisieren. I should believe. Ich sollte es glauben. So let us close our eyes. Schließen wir noch einmal unsere Augen. Let us tell the Lord. Und sagen wir dem Herrn. Lord, I believe in you. Herr, ich glaube an dich. Lord, I believe that you are living inside of me. Ich glaube, dass du in mir lebst. Lord, I believe that you are the Almighty God. Ich glaube, dass du der allmächtige Gott bist. And nothing is impossible for you. Und für dich ist nichts unmöglich. And nothing happens in my life without your knowledge. Und nichts geschieht in meinem Leben, ohne dass du davon weißt. Lord, I invite you into my life. Herr, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Fill me with your love, Lord. Fülle mich mit deiner Liebe. Fill me with your Holy Spirit, Lord. Fülle mich mit dem Heiligen Geist. Fill me with your peace, Lord. Fülle mich mit deinem Frieden. Extend your hand and heal me, Lord. Strecke deine Hand aus und heile mich, Herr. In your name may all the bondages of the evil one be broken, Lord. Mögen durch deinen Namen alle Verstrickungen des Bösen entfesselt werden. Oh, dear Mother. Oh, liebe Mutter. Help us to prepare our hearts to receive the Lord. Hilf uns, dass wir unsere Herzen vorbereiten, um den Herrn zu empfangen. Help us to have the anointing of the Holy Spirit. Hilf uns, die Salbung des Heiligen Geistes zu empfangen. Let us be filled with the gifts of the Holy Spirit. Damit wir erfüllt werden mit den Gaben des Heiligen Geistes. Let us be filled with the charisms of the Holy Spirit. Lass uns erfüllt werden mit den Charismen des Heiligen Geistes. Let us be filled with the fruits of the Holy Spirit. Lass uns mit den Früchten des Heiligen Geistes erfüllt werden. Lord, fill us with your love. Herr, fülle uns mit deiner with your Liebe, joy, mit deiner Freude, with your peace, mit dem Frieden, with your kindness, mit deiner Freundlichkeit, with your gentleness, mit deiner Zärtlichkeit, with your goodness, mit deiner Güte,
with self-control. Mit Selbstkontrolle. We pray to you, Lord. So bitten wir dich, Herr. We need you. Wir brauchen dich. We ask you. Wir bitten dich. We thirst for you. Wir dürsten nach dir. We believe in you. Wir glauben dir. And we wait for you. Und wir warten auf dich. Er sei der Vater und der Sohn und der Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.